Nach einer bisher erfolgreichen Saison steht das Highlight, die deutschen Hallenmeisterschaften, an. Mit gleich 4 Startern ist Running Gags wieder gut vertreten. So, Brian. Sag mal was. Ach so. Freitag früh? Na, so früh ist nicht mehr. Also schon relativ früh. Du musst früh aufstehen zumindest. Wenn wir schlafen, ne? Fritz will dann noch. Ich habe mich gegen den Start bei den Deutschen entschieden, weil in 2 Wochen das große Highlight ansteht. Entweder Bayerische Cross oder Winterbiermeile. Indoor-Biermeile. Indoor-Biermeile oder doch die Heilung-Formation. Ich dachte, das ist eine Zweifach-Biermeile. Die Double-Biermeile will ich auch noch machen. Flo, was macht der Hund hier alleine? Der wartet ganz brav. Kein Mikro dran, meinst du, Jan freut sich? Ja, wird vielleicht nicht sauer sein. Ist das nicht richtig eingesteckt? Jan, hab dich lieb. In diesem Auto fahren wir jetzt zu 6 nach Dortmundia. Gibt es ein Statement zur Fahrt? Ja, ich saß hinten im Kofferraum, war damit zufrieden. War ein bisschen Hast du dich wieder ausgegrenzt gefühlt? Nein, ich glaube, ich war nach vorne gebeugt und dann habe ich immer zugehört und dann ging es eigentlich. Eigentlich kommt man immer so reingelaufen in den Raum und setzt sich so auf die Spiele. Willkommen zur 2. Running Gags Pressekonferenz in der Geschichte. Die Pressesprecherin Laura ist leider verhindert und deswegen bin ich als Vize-Pressesprecher-Chef heute hier anwesend. Bevor wir zu den Fragen der Medienvertreter kommen, einmal eine Kaderverkündung. Es handelt sich natürlich um die Pressekonferenz zu den deutschen Hallenmeisterschaften. Wir haben 4 Athleten am Start. Und zwar über die 1500 Meter startet Niklas Buchholz, der Vize-Pressesprecher. Und über 3000 Meter starten Brian Weisheit, Florian Brem und Nick Jäger. Die 15 Meter sind morgen mit einem Vorlauf, die 3000 Meter sind auch morgen Abend, aber da ist schon Finale direkt. Gut, wir haben auf Instagram aufgerufen für Fragen. Unser Pressesprecher, unser Medienvertreter hat die hoffentlich gesammelt. Gut, damit beenden wir die heutige Pressekonferenz. Vielen Dank an die Medienvertreter. Eine letzte Bonusfrage bitte noch. Und zwar wurde noch die Frage von Running Gags YT gestellt. Jo. Da musste vielleicht jemand ausprobieren, ob das auch funktioniert mit den Fragen. Jo. Wir sind jetzt hier angekommen. Samstagmittag im Stadion, wir sind die ersten Läufe, die 15 Meter Läufe und die Renneinteilung kam gerade raus und naja, ich sag mal, beim Fritz letztes Jahr haben noch 4-5 Leute abgesagt, kurzfristig dieses Jahr ist jeder Einzelne da, das heißt, es fliegen auch 6 Leute raus. Man kann sich gerade zielen, indem man in seinem Lauf unter die Top 4 kommt oder in der Addition der beiden Läufe unter die 4 Zeitschnellsten kommt. Und Top 4 in meinem Lauf, im Zielsprint, sehe ich halt gar nicht kommen. Das heißt, ich muss versuchen, dass wir irgendwie schnell laufen. Aber ich bin halt im ersten Lauf, was auch immer nicht ideal ist, weil der zweite Lauf halt reagieren kann auf den ersten. Ja, wird schwierig. Alles andere als einfach. Hast du dir schon was überlegt? Schnell? Ja, ich werde schon vorgehen, wenn niemand vorgeht. Ja. Da finde ich auch jemanden, der mit mir Tempo macht.
mehr Fernsehzeit als ich, ne? Ja, stimmt. War doch dein Ziel, ne? Na, morgen muss ich halt auch nochmal loslegen, ne? Ja, na gut. Morgen laufe ich, glaube ich, nicht in die Fernsehzeit rein. Bleibst du hinten, diesmal morgen. Ja, Glückwunsch aber, ne? Wie geht's dir? Wo sind wir hier? Was machen wir jetzt? Mir geht's gut. Ich habe es um Haaresbreite ins Finale geschafft. Meine Taktik, das Rennen schnell zu machen, hat genau funktioniert. Es war aber wirklich halt saumäßig knapp. Aber ich bin sehr zufrieden, das war das Ziel. Ins Finale kommen, jetzt ist der Rest ist egal. Und ja, wir machen natürlich das, was man machen sollte nach so einem Rennen. Wir gehen jetzt ins Schmackes und wir gucken Bundesliga-Konferenz, bis die Jungs später laufen. Da sind wir natürlich dann wieder pünktlich zurück in der Halle. Mein Tipp war Platz 1 Hannah Klein, Platz 2 Coco und Platz 3 Alina. Ich sag mal so. Nikis Tipp war einfach der einfach aus der Ergebnisliste steht. Ja, ich bin gestern aus Kenia zurückgekommen. Yes. Bisschen kaputt, aber nicht so arg eigentlich. Hätte schlimmer sein können jetzt im Nachhinein. Aber während dem Rennen ging einfach nicht mehr. Hat sich von Anfang an leider sehr anstrengend und sehr müde angefühlt. Deswegen bin ich auch mit dem Ausgang vom Rennen sehr zufrieden. Ja, letztes Jahr war Platz 3, deswegen hat man dann doch ein weinendes Auge, vor allem weil es ja Felten 3000 ist. Tiger. Soll ich die morgen anziehen? Wir warten die ganze Zeit auf dich. Winkeln! Genau 90 Milliliter. Glückwunsch, ja. Ja, zum Rennen. Ich glaube, es ist euer. Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich nicht zufrieden. Ich muss eigentlich viel schneller laufen können. Aber warum es dann nicht klappt, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal ein bisschen noch drüber nachdenken. Es ist jetzt Sonntagmorgen, es ist 10 Uhr, geht heute früher los, weil
hier im Stadion hinter mir um 17:30 Uhr, glaube ich, die Borussia spielt und deswegen muss natürlich die Leichtathletik-EM früher stattfinden, damit man sich bloß nicht in die Quere kommt. Ja, es ist jetzt Finale, 15 Meter. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, da sind viele gute Leute drin. Es kann sein, dass es schnell wird, dann kann ich vielleicht eine Bestzeit laufen. Es kann aber auch genauso sein, dass es ganz langsam, ein taktisches Rennen wird und dann muss ich mal gucken, was passiert. Nicht letzter werden ist eigentlich wieder ein gutes Ziel, echt sein. Bisschen wie bei der EM. Warum deine Beine den Vorlauf gut verkraftet? Ach, keine Ahnung. Gestern der Tag war jetzt, also ich glaube, andere Leute, die jetzt halt im Plan stehen, haben sich dann doch ein bisschen mehr ausgeruht und sind ins Hotelzimmer zurück nach ihrem Vorlauf. Mir war es natürlich wichtiger, euch zuzugucken und noch Bundesliga zu gucken, deswegen war ich gestern schon viel auf den Beinen. Mal gucken, ob das heute sich positiv oder negativ auswirkt. Was sagst du zu den Socken? Super stylisch. Aber die sind halt überhaupt nichts mit Sport zu tun und drin und irgendwas. Super. Da vorne abgeht, was soll ich da machen? Jetzt warst du beim Friseur. Mhm. Ja, wir gehen uns verkleiden morgen auf den Montagsumzug. Gucken uns das mal aus der Ferne kritisch an, holen ein paar Süßigkeiten, die sammeln auf dem Boden auf und ja, dann fahren wir weiter nach Hause wieder, ne? Kleiner Abstecher.